Kirby heißt dann Pokémon mit den Typen Psycho und Fee, existiert seit der dritten Spielgeneration. Und vor Veröffentlichung der letzten Spielgeneration war Saas ist ausschließlich den Typen Psycho. Es entwickelt sich aus Trasler und kann sich wiederum zu Gardevoir oder wenn es männlich ist, zu Galagladi weiterentwickeln. Kirlia ist ein mittelgroßes, weibeiniges und humanoides Pokémon. Kopf, Unterleib sowie die Beine färben sich grün und der übrige Körper weiß. Das Pokémon besitzt eine schlanke, elegante Erscheinung und einen relativ großen runden Kopf. An dessen Seiten wachsen zwei rot gefärbte abgerundete und flache Hörner. Die darunter wachsenden Teile seines Kopfes ähneln einer Langhaarfrisur. Kirlia hat große Augen, die aus weißer Lederhaut, roten Iriden und kleinen schwarzen Pupillen bestehen. Der kleine, nicht immer sichtbare Mund ergänzt das Antlitz und an den Seiten des schmalen Körpers sind die dünnen Arme zu erkennen und der höher gelegene Bereich seines Unterleibs gleicht einem Rock. Schließlich steht es auf zwei langen, schmalen Beinen, mit denen es tänzende Bewegungen ausführt, und in der Shiny-Form sind die grünen Körperteile grün-bläulich und die weißen Bereiche gehen leicht ins Grau. Kirlias zerbrechlicher Körper sorgt dafür, dass es keine einzige physische Attacke regulär erlernen kann. Jeder verfügt es über geheimnisvolle Kräfte, welche es in starke spezielle Angriffe wie Psychokinese oder Traumphaser von Typ Psycho oder Mondgewalt vom Feentyp. Nutzen kann. Zudem beherrscht es, wie auch bei anderen Psycho-Pokémon üblich, vielfältige Statusattacken, die seine kunstvollen Fähigkeiten demonstrieren. Eine Spezialität ist Teleport, mit dem es sich über große Strecken fortbewegen kann. Das Pokémon unterstützt Partner mit Heilwoge und schirmt sie mit Reflektor gegen Feinde ab. Kirlia kann die Zukunft sehen, was sich in der Attacke sehr manifestiert. Die meisten Exemplare verfügen über die Fähigkeiten Erfassen, welche die Fähigkeit des Gegners kopiert, oder Synchro, welche Statusveränderungen wie Paralyse an den Gegner weitergibt. Beide hängen mit dem Gespür Kirlias für sein Gegenüber zusammen. Manche Kirlia verfügen zudem über die versteckte Fähigkeit Telepathie, mit der es die Absichten von Mitstreitern erkennt und so deren Attacken ausweichen kann. Wilde Kirlia sind sehr selten anzutreffen. Sie fühlen sich in blumenreichem Gras wohl, streifen die Wiesen von offenen Ebenen wie der Route 203 in Sinnoh. Es gibt Beobachtungen von Kirlia, welche in kleinen Familiengruppen gemeinsam mit Trasler und Gardevoir zusammenleben und bei Teleport umherreisen. Kirlia weist ein feines Gespür für die Stimmungslage seines Trainers auf, zu dem es ein enges Band aufbaut. Ist sein Trainer glücklich, wird es ebenfalls ausgelassen und mit Energie erfüllt, die es fröhlich umhertanzen lassen, wobei es elegante Pirouetten dreht. Auch an klaren sonnigen Morgen tanzt es mit Freude. Es heißt, dass Kirlia, die oft fröhlich sind, eine besonders schöne Gestalt entwickeln. Das Pokémon weist ein hochentwickeltes Gehirn auf und wandelt die positive Energie in psychogenetische Kraft um, die sich durch die Hörner an seinem Kopf weiter verstärkt. Diese Kräfte erlauben es ihm, den Raum zu krümmen, Trugbilder zu erzeugen und sogar in die Zukunft zu sehen. Und dabei stellt Kirlia den mittleren Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Trasler und kann sich dann selber wiederum zu Gardevoir oder zu Galagladi weiterentwickeln. Die Entwicklungsreihe stellt das Aufwachsen eines menschenähnlichen Kleinkindes bis zu einem erwachsenen Menschen dar. In den Spielen wird die Entwicklung von Trasler zu Kirlia auf Level 20, von Kirlia zu Gardevoir auf Level 30 oder bei männlichen Kirlia zu Galagladi durch einen Funkelstern ausgelöst. Sowohl Gardevoir und auch Galagladi sind zudem zu einer Mega-Entwicklung fähig. Mit dem ursprünglich einzigen Typen von Psycho nahmen Kirlia halben Schaden gegen Kampf- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unich-Attacken, der Rest noch normalen Schaden. Ab der 6. Generation kam dann, wie gesagt, der Fee-Typ hinzu. Nun ist Kirlia immun gegen Drachenattacken und nimmt Viertelschaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Psycho-Attacken, doppelten gegen Gift-, Geist- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schatten.